3 Morde in 2 Tagen, begangen von einer Gruppe Teenagern. Diese Nachricht schockierte vor wenigen Wochen Schweden. Es ist ein weiterer Fall von Bandenkriminalität, die das Land aktuell in Atem hält. Der schwedische Premierminister spricht von einem neuen Ausmaß an Gewalt, das alles in Schweden und Europa übertreffe. Besonders brisant, oft sind Jugendliche die Täter. In diesem Video erkläre ich, wie es dazu kommt, dass sich so viele junge Menschen Gangs anschließen und ob es noch sicher ist, nach Schweden zu reisen. Ich habe mich auch gefragt, gibt es einen Ausweg und brauchen diese Kids Hilfe oder müssen sie härter bestraft werden? Aber erstmal, wie um alles in der Welt konnte sowas gerade in Schweden passieren? Seit Jahrzehnten gibt es Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Vor allem in den armen Vororten der 3 größten Städte Schwedens: Stockholm, Göteborg und Malmö. Diese Rivalität steigt mit wachsendem Drogenhandel. Allein im letzten Jahr wurden in Schweden 62 Menschen erschossen. Viel mehr als in allen nordischen Nachbarländern. Schweden hat eine der höchsten Todesraten durch Schusswaffen in ganz Europa. Und die Zahl der Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Schusswaffen und Explosionsdelikten unter 18 Jahren ist um fast 30% gestiegen. Laut unseren Recherchen sind oft sogar noch jüngere Kinder beteiligt. Der jüngste uns bekannte Täter soll 9 Jahre alt sein. Ich habe mit Gier gesprochen. Er arbeitet in der Kriminalprävention und leitet eine Fußballmannschaft und einen Jugendclub in einem der gewalttätigsten Vororte Stockholms. Er sagt, es sei wie im Krieg. Almost all these kids have a connection to someone who died or someone who had their apartment shot at or someone who had a bomb placed within the apartment that gone off. Wir kommen später auf Gier zurück. Erstmal wollten wir wissen, ob sich junge Schwedinnen in ihrem Land noch sicher fühlen. I know that there are areas that are not very safe, but to be honest, I'm not in those areas a lot. I cannot feel really safe. I live in a criminal area. They sell drugs without any problems. There is no police to protect people there, and there is no police to stop and prevent this. I feel quite safe actually, because I live in a very central part of Gothenburg. I'm privileged in that way. Actually, there was one shooting in a central station, and that is near my sister's school. Es scheint also davon abzuhängen, wo die Leute in Schweden wohnen. Aber jetzt zu der zentralen Frage: Wie ist es möglich, dass so junge Kinder mitmachen? Die Banden nehmen sie gezielt ins Visier. Aber warum? Erstens, weil sie wissen, dass sie den Kindern wenig zahlen und sie manipulieren können. Viele Kinder kommen aus armen und gefährlichen Vierteln. Das hat mir der Kriminologe Adavan erklärt. Die Gangs würden den Kids Geld und Status bieten. The main thing which the gangs and criminal networks do in order to manipulate these young individuals is promising them a life in luxury, nice watches, nice cars, women, parties, honor, respect. Der zweite Grund sei, dass die Bandenmitglieder die Kinder benutzen können, um ihr Einzugsgebiet zu erweitern und mehr Drogen zu verkaufen. Besonders schockierend dabei ist, dass die Kinder oft von Gangmitgliedern angeworben werden, die kaum älter sind als sie selbst. Heißt, 15- bis 20-Jährige rekrutieren noch jüngere Kids. Sie sprechen sie im Einkaufszentrum oder sogar vor der Schule an, um sie zu ködern. Drittens geht es um die Strafmündigkeit. Unter 15-Jährige können nach schwedischem Recht nicht ins Gefängnis gesteckt werden oder verurteilt werden. Deswegen seien sie perfekt für die schmutzigsten Arbeiten. Adavan sagt, es fange klein an und steigere sich schnell. Vom Ausliefern eines Pakets über den Transport von Waffen und Drogen zu Schlimmerem. Then it escalates to we are going to shoot someone and it must be you. Und wenn Kinder erstmal drin sind, gäbe es oft keinen Weg zurück. If they try to leave, they may not be allowed to do so. Maybe they will be killed. Wenn die Kids da also nicht so leicht rauskommen, wie kann Schweden dann dieser Spirale der Gewalt entkommen? Viele sagen, dass junge Kriminelle härter bestraft werden sollten. Was denken die Menschen in Göteborg? Children, they should be punished. They should go to the prison for if they do criminal stuff. Punishment when you're so young, I think it can lead to resentment of the state. You should act with punishment in the beginning, but then
you need to help them as well. It is very important to go in these vulnerable areas with social workers to help them get out of the environment of criminality. Für Gia, den Leiter des Jugendclubs, sind Hilfe und Schutzräume die einzigen Lösungen. They join because they want to be kids. And if you have a lot of shooting, you have a lot of death, you have a lot of bombings, then it's not that easy to be a kid. Gias Fußballmannschaft und sein Jugendclub bekommen zwar etwas Geld vom Staat, aber das reicht nicht aus, sagt er. It's easier to recruit more police, build more prisons, but you don't give the money to help all those people that make the kids not become prisoners. Während Gier also sagt, dass nicht mehr Polizei gebraucht wird, meint Adavan, unser Kriminologe, Schweden müsse mehr in die Polizei investieren. Gleichzeitig ist er aber frustriert, dass sich die PolitikerInnen zu sehr auf Bestrafung und nicht genug auf tatsächliche Hilfe konzentrieren. Was auch oft behauptet wird, ist, dass die Banden auf ein Migrationsproblem zurückzuführen seien. Experten wie Adavan sagen, es sei ein Integrationsproblem, weil zu wenig in Bildung und Sozialpolitik investiert werde. Eine schnelle Lösung ist also nicht in Sicht. Ich habe versprochen, noch eine Frage zu beantworten. Ist Schweden als Reiseland noch sicher? Im Großen und Ganzen ja. Zwar ist das Risiko von Terroranschlägen in Schweden derzeit hoch, aber das liegt vor allem an anderen Geschehnissen, wie den Koranverbrennungen. Schau dir auch unser Video dazu an. In einigen Gegenden der Großstädte solltest du wegen zunehmender Bandenkriminalität aber vorsichtig sein. Was denkst du? Sollten minderjährige StraftäterInnen härter bestraft werden? Oder brauchen sie einfach mehr Hilfe? Schreib's uns in die Kommentare.